So meine Gedanke war, dass ich die Zuhörer mit ihrer eigenen Fantasie hineinsetzen sollen in der Musik. Sie sollen die Musik erleben in ihrer eigenen Weise. Und hoffentlich können sie sich selber erkennen, auch in der Musik. Ich habe ausgewählt die Werke von Mussorgsky und Tschaikowski. Es geht um die Bilder in Ausstellung. Das heißt, wir haben insgesamt 14 Bilder von Tschaikowski und 10 große Bilder von Mussorgsky. Die erzählen jeder für sich eine andere Geschichte. Also das Bild ist auch ein Moment, aber ein Moment, der uns hineinnimmt in einen neuen Leben. Akkordeon als Instrument hat die Eigenschaft von dem Klavier und Orgel und anderen Tasteninstrumenten, dass man mit allen 10 Fingern spielen kann. Das heißt, zu dem heutigen modernen Konzertakkordeon, man hat die Töne von E-Kontra bis Cis5 in einer Hand und nochmal in der anderen Hand. Das heißt, alle Töne, die ein großes Klavier hat, mit 2 Tastaturen. So kann man sich das vorstellen. Aber das Schöne dabei ist, dass man den Ton gestaltet und Dynamik gestaltet mit dem Balk. Und der Balk hat eine ähnliche Bewegung wie Bogenbewegung bei Streichinstrumenten. Das heißt, man kann auch auf einem Ton die Dynamik mit allen möglichen Wünschen und Fantasien spielen. Klang entsteht durch den Luft. Es wird von Luft erzeugt. Damit kann man auch einen Klang gestalten, ähnlich wie bei einer Klarinette. Ein Akkordeon hat 15 verschiedene Klangregister auf dem rechten Diskant und in den linken noch 7. Das heißt, man kann das vorstellen oder vergleichen mit einer Orgel. Wir haben leider keine Kompositionen von Chopin oder von Liszt oder von Tschaikowski oder von Mussorgsky. Ja, von Tschaikowski haben wir nur ein Orchesterwerk, aber Solowerke haben wir nicht. Und das finde ich sehr schade. Akkordeon hat schon eigenes Originalrepertoire, der viel später entstanden ist. Aber ich möchte nicht verzichten auf diese schöne Musik. Thank you.
könnte mir vorstellen, dass viele von diesen Komponisten dieses Instrument schon gesehen haben. Die waren in Begegnung mit diesem Instrument und mit diesem Klang. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht eine große Sünde wäre, diese wunderbaren Werke von denen auf dem Akkordeon zu spielen. Ich glaube, die Komponisten würden nicht beleidigt. Was Dynamik betrifft und die Klangfarben, man kann ziemlich nahe kommen zu dem Ursprung, was die Komponisten wollten. Und ich stelle mir das so vor wie ein Bild, wie eine Ikone, die jetzt, das ist die gleiche Ikone, die wir betrachten, sie wurde nur mit einem anderen Licht beleuchtet, das heißt mit dem Akkordeonklang. Und jetzt können die Zuschauer oder die Zuhörer die neuen Details entdecken. Die feinen kleinen Details, die Schattierungen oder die großen Linien. Und ich glaube, das kann nur etwas Gutes zu dieser Musik, zu diesen Kompositionen bringen.